Hallo YouTube-Freunde da draußen, mein Name ist DinnetLP und ich danke euch herzlich für das Einschalten an dieser Stelle. Wir spielen weiter Desperados 3 und ja, ich habe mich völlig aufgehangen hier an dieser Stelle in Eagle Falls. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, ich habe mir einen Plan, nennen wir es mal Plan, überlegt, der katastrophal enden könnte. Dachte ich mir schon. Ob das klappt, weiß ich nicht. Und zwar möchte ich jetzt, wenn die loslaufen. Es muss gekonnt sein. Es muss getimed sein und ich hoffe, dass das ganze Ding. Dass das ganze Ding klappt. Ich möchte ihn mit dem Wurfmesser abwerfen. Und wenn der hier vorbeiläuft, ja, möchte ich. Oh, was macht denn Cooper da, du dummes Stück Kacke? Alter Schwede. Sieh genau los. Ja, jetzt aber. Ah, endlich. Leute, so wird's was. Oder auch nicht, aber... Halleluja. Ja. War vielleicht nicht der schönste Movement-Zug, sagen wir mal so. Meine Güte, hat mich die Stelle. Die Familie. Jetzt müssen wir Dynamit finden, dort hinuntergehen und die Brücke zum Allmächtigen schicken. Und wenn doch, dann wehe ihm. Was zum... Okay, jetzt habe ich den Hint gar nicht mitbekommen, hier den Hinweis. Regen die sich auch wieder auf, wenn ich in der Nähe komme? Jetzt geht's. Wir haben hier schon 3 Tage. Ich habe noch nie jemanden so viel Gepäck schleppen sehen. Perfekte Gelegenheit, sich ein Kleid auszuleihen. Vermutlich wird sie nicht einmal merken, wenn eins fehlt. Okay, warte mal, wir machen erstmal Kate hier. Zu einfach für Onkel Ian. Kate kann Wachen dazu bringen, dass sie ihr eine kurze Zeit lang folgen. Frauen, Ponchos und Longcoats sind hier doch immun dagegen. Ja, das ist ja kein Problem. Erstmal müssen wir uns hier bedienen. Die Hochzeit war gestern. Wir haben die Sieht er uns hier? Verpasst. Das wäre echt fies. Sie werden die Letzten sein, die eintreffen. Mich nur mal, ich weiß nämlich nicht, ob die hier reagieren, wenn wir klauen. Ich schätze mal. Perfekt. Nö, ja. Und wenn doch, dann so. Umziehen, bitte. Mal sehen, ob ich diese Wache weglocken kann. Jetzt sagen Sie nicht, Sie wollen einfach zu ihm hingehen. Sehen Sie zu und lernen Sie, Dr. McCoy. Okay. Ihr beide geht mal hier hin. Wo locken wir den jetzt aber hin? Was erwartest du denn? In Busch? Zum Umbringen? Okay. Angeblich ist sie nicht sicher. Die Brücke sieht doch gut aus. Schau. Komm mal mit hier, komm, Junge, komm. Mit auf mein Zimmer. In Ordnung. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Halt an. Wir haben die Zeremonie. Ich bin ganz Ohr. Wir werden die letzte zum Schmerz. Dann wollen wir mal. Easy. Schlecht für eine unschuldige kleine Pharma-Nichte. Ich habe in dieser Gegend noch kein unschuldiges Pharma-Mädchen kennengelernt. Sehr gut. Sehr gut. In einer halbvollen Kirche heiraten. So, mit Kate sind wir relativ befreit jetzt. Wobei ich sagen muss, also wir haben jetzt gesagt, wir hatten hier eine fette Ladung mit allem drum und dran. Ganz viele schöne Dinge. Also, wir müssen erstmal auf jeden Fall die Arbeiter im Steinbruch benutzen, eine Zündspule, um das Dynamit zu zünden. Hoffen wir mal, dass es nicht zu früh gezündet wird. Okay, Steinbruch ist natürlich ganz weit weg. Wir müssen ja erstmal... Ich weiß gar nicht, was hier markiert ist. Auf der Stelle hier. Der Hinweis, dass hier irgendwas gemacht werden könnte. Na gut, wir müssen also ein Dynamit oder beide? Finde eine Kiste Dynamit und nimm daraus, was du brauchst, um die Brücke zu sprengen. Also eine. Wobei, tja,
Welcher Weg sich jetzt hier anbietet, ist schwer zu sagen. Beide sind, glaube ich, ziemlich gespickt mit allem drum und dran. Mit allem drum. Hier könnten wir auf jeden Fall schön rüber, glaube ich, ne? Also zumindest mit Cooper und so weiter. Könnten wir hier schon mal... Also ihn? Läuft hier aber nicht auch ein Poncho-Man rum? Nee. Okay. Was ist denn, wenn wir hier im... Interessiert es die? Nö. So, Kate, Einsatz. Hier stehen eigentlich keine wirklichen... Jetzt gilt's. Wie weit kriege ich den weggelockt hier, den hier? Gefällt mir, was ich da höre. Der bewegt sich doch jetzt. Es ist noch nicht vorbei. Ich spiele nur du und ich. Komm, Schatzi. Komm, Baby. Komm, 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 komm. Pause. Schön, ich brauche nur ein paar Sekunden. Münze werfen, aus. Ah, Kacke. Das kann aber klappen. Nein, das braucht noch. Fast bereit. Nur Geduld. Nein, das braucht noch. Nochmal? Mir nach, Schätzchen. Ich lock die jetzt einfach zu Kuh hier hin. Stell mich genau so mit ihm dahin. Ich hab, sollen wir ein Wechselgeld gefällig. Oh! Oh! Oh, hoppala. Entschuldigung, Kate. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben hier schon 3 Tage vergeudet, James. Das ist unerträglich. Company wird sich noch wundern. Wobei man den natürlich auch hier hinlecken. Lecken. Man könnte ihn auch hier hinlecken. Könnte. Warte mal. Speichern. Also, das muss gehen. Ich will das mit der Kuh machen. Komm. Das muss doch hier klappen. So, bis dahin. Und jetzt, komm schon. Nein, nein, Abbruch. Abbruch! Abbruch. Okay, dann harte Planänderung, doch nicht die Kuh. Wer hat Lust zu sterben? So. Wer will schon Blut vergießen? Oder auch nicht. Mann. Weil ich mich hier 1000 Mal verklicke, ja? Ja, tut mir leid. Warum steht der denn da? Was ist denn jetzt los? Knie dich doch mal hin hier. Meine Güte, ey, jetzt läuft ja wieder alles. Komm wieder mit. Nur du und ich, Schätzchen. Geh vor. So. Bleib hier stehen. Töt ihn. So. Dann doch nicht mit der Kuh. Kacke, ey. Wollte ich das so schön mit der Muku machen hier, ja? Aber so können wir natürlich Leute... Also sind wir jetzt mit Kate hier so ein paar Mal? Ich meine, er könnte sich ja auch mal darum kümmern, hier auf der anderen Seite ein bisschen aufzuräumen. Ich meine, man könnte auch unten lang gehen. Alter, da ist so viel Muni, aber was brauche ich so viel Schuss? Brauche ich erstmal, glaube ich, theoretisch gar nicht. Ich bin ganz Ohr. Es ist noch nicht vorbei. Locke hier mit Kate erstmal so ein paar Leute weg. Warum kommst du nicht zu mir? Genau, komm mit, Schnuckel. So. Komm einfach mal hier hin. Puff. Okay. Oh, oh. Nein! Was? Wie sieht er mich denn da? Haben wir McCoy schon rübergeholt? Ich muss mehr speichern. Shit, ey. Welches Opfer hat mich denn da gesehen, ja? So, Auftrag Kate. Also, wie ihr merkt, ich bin halt ein Hobby-Gamer in solchen Sachen. Also, ich muss hier, das ist bei mir ganz viel mit Testen. Aber ich glaube, das ist ja oft so. Okay, bis hierher. Immer
Flasche in den Kopf. Blutvergießen. Denn unterwegs. Wieder im Geschäft. Nein! Kein Problem. Okay. Was ist das? Nein! Rein hier! Ducken! Meine Güte! Leute, ihr macht mich fertig. So, spulen. Der läuft jetzt gleich zurück. So, nimm ihn auf. Verstanden. Wunderbar. Und dann haben wir hier vorne auch eigentlich alles weggeräumt. So wie das sein soll. Genau mein Gedanke. So, den haben wir auch noch weggeräumt. Ich mache hier bei dem Level, glaube ich, ziemlich viel erstmal weg. Erstmal weg. Hier kriegen wir auf jeden Fall Dynamit. Wenn ich das richtig sehe. Und sehr, sehr viel Schuss. Sehr, sehr viel Bummes. Ist die Frage, wie wir das hier regeln. Wir können natürlich hier über die Züge rüber. Kate kann ja relativ gut hier durchlaufen. Solange nicht unbedingt ein Poncho kommt. Weil Kate kommt, glaube ich, nicht. Also wir können es ja einfach mal testen. Ich glaube, McCoy kommt hier hoch. Und kommt auch hier rauf. Das hat etwas von einem Déjà-vu. Das ist gar nicht so schlecht. Wir machen hier keine halben Sachen. Ist die Frage. Hier könnten wir was runterwerfen. Hier könnten wir was sprengen. Und unser Dynamit liegt irgendwo hier? Da drin. Da brauchen wir auf jeden Fall McCoy zum Knacken. Also das nützt uns nichts. Und die andere Stelle wäre hier vorne. Huch. Hier vorne im Steinbruch. Da hätten wir... Was könnten wir denn hier machen? Ist das auch Dynamit? Ne, hier können wir nur irgendwas machen. Also hier hinten wäre die andere Stelle. Wobei, ich glaube... Tja, ich weiß nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Weil Kate kommt hier gar nicht mehr rüber, habe ich das Gefühl, ne? Weil wir können es ja mal testen. Ich glaube... Gefällt mir, was ich da höre. Doch, Kate kommt ja hier unten lang. Ich mach das auf meine Art. Ich glaube, wir gehen einfach den rechten Weg und gucken uns hier mal ein bisschen um. Weil da können auf jeden Fall Cooper... Erst das Dynamit, dann die Brücke. Jetzt geht's. So, der wird uns kurz sehen, glaube ich. Hier könnte ich jetzt... Hopp, hopp. Okay. Hier auch noch. Hopp, hopp. Und dann... Diese Ladies werden auf meinen Charme nicht hereinfallen. Ich muss vorsichtig sein. Also Ladies fallen nicht drauf rein. Warum willst du hier nicht rauf? Sehr gut. Das ist eine Schützin, die sieht uns. Der sieht wiederum die Schützin. Und ihn auch noch. Aber dazu können wir ja Kate einsetzen. Oder sieht die uns hier schon? Nee. So, wenn wir jetzt hier eine ganze Weile mit ihm quatschen. Wie kann ich helfen? So, dann nehmen wir... Wird auch Zeit. Ich glaube, die guckt immer mal wieder rüber, ne? Muss jetzt getimed sein. Wir könnten sie natürlich kurz ablenken. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Und los. Und währenddessen soll... Er braucht keine Einwände.
So, und dann können wir gleich mit hoffentlich. Schön, wer hat Lust zu sterben? Kommt nur mal her. So. Das ist noch gar nichts, Daniel. Ja, ich höre. Der ist da immer noch schön abgelenkt gewesen. Wir speichern das Ganze hier mal. Muss wohl einen anderen Weg finden. Was meinst du? Was immer du sagst, schöne Frau. So, ich glaube, uns könnte hier keiner mal sehen. Ein so schöner Mann wie du. Ich könnte mich den ganzen Tag. Ah, die Ablenkung ist auf jeden Fall mächtig. So. Das war das. Ich weiß nicht, was wir hier alles machen können. Das kostet aber. Wir könnten ja mal mit. Oh, da sind auf jeden Fall super viele Sachen drin, die ziemlich außer Kontrolle geraten könnten. Ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, das Ding hier zu machen. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie vorbei. Wir müssen vorbei. Kann Cooper jetzt noch wieder hier irgendwo rauf? Natürlich nicht. So. Hier drin weiß ich, läuft, glaube ich, irgendwo ein Poncho-Man vorbei, der schläft. Kate kann also hier sehr, sehr leicht durch, aber sind natürlich auch ein Haufen Gegner. Ich habe jede Menge davon. Kann ich den hier erstmal ausschalten schon mal, wenn der jetzt gleich vorbeiläuft? Wir speichern kurz. Das ist nämlich eine Timing-Sache. Hä? Ganz alter Trick. Ich dachte, das löst aus. Normalerweise schert doch das Pferd aus. Lenkt aber nur ab. Wechselgeld gefällig. Nein, es schert wirklich aus. Nein! Ich wollte hier laden. Das kann also funktionieren, dass man genau im richtigen Moment. Da muss er aber auch wirklich. Ah, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Wenn der sich umdreht und. Zu spät. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir ihn. So. Ach, der wird ja auch nur ohnmächtig dann, ne? Schön, und ich teste das hier ganze Zeit. Moment, was ist passiert? Was ist das für ein Lärm? Wir machen das alles schlimmer. Los geht's. Gar kein Fall. Nicht mit mir, Arschloch. Hm. Hier sieht er uns keiner. Ich habe jede Menge davon. Hast du das gehört? Klares Messer reicht. Brauchst du etwas Schliff? Nein. Jetzt wird es wieder echt kritisch hier. Also scheißen wir auf das mit dem Pferd. Ich komme auf jeden Fall hier gut hoch. Schon mal ganz nett. Was ist das hier? Sehen Sie sich das an. Die DeWitt Company ist reicher als Krösus. Standen Sie nicht bei der Company unter Vertrag? Das wäre noch immer so. Wenn sich die Mistkerle jemals dazu entschieden hätten, für den Zugauftrag zu zahlen. Kinderspiel. Also wir können auf jeden Fall hier einiges an Ablenkung sorgen. Wie zum Beispiel allein gegen alle. Ganz lange ihn hier. Hey. So. Ah, du bist wunderschön. Los. Braucht etwas Schliff. Müsst nur warten, bis sich die hier alle umdrehen. Ja, ich höre. In Ordnung. Das ist noch gar nichts da. Gar kein Problem. Mal sehen, ob der das mitkriegt. Ja, natürlich kriegt er das mit. Was vor? Was immer. Ah!
dir, was du siehst? Ich höre zu, ich höre. Wieder einer weniger. Mal sehen, wie weit der das jetzt entdeckt. Könnten wir ja. Mann! Fuck. Was vor? Ich bin ganz Ohr, Süße. Okay. So kann man es natürlich aufbringen. Dir, was du siehst? Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Das ist noch gar nichts da. So, jetzt haben wir die hier. Der sieht nichts, der sieht nichts, der sieht nichts. Keine halben Sachen. Vielleicht könnten wir ja. So, vielleicht könnten wir. Erledigt. Der sieht den. Und der sieht den. Aber wenn Kate. Ey, das ist wirklich mächtig. Aha. Okay, das darf ich natürlich nicht machen. Okay. Los geht's. So, jetzt darfst du. Alle Augen auf, darf ich dich was fragen? Hä? Der sieht die Leiche. Das ist natürlich nicht schön. Okay. Dann. Das sollte gehen. Ich spiele den nach hier clearen. Ja, perfekt. Sieh dich an. In kurz und schmerzlos. Das dürfte der nicht mitbekommen. Persönlich. Hast du schon was vor? Und das kriegt der auch nicht mit. Damit haben wir hier unseren Leichenberg komplett. Braucht etwas Schliff. So, alles umgebracht. Wir können hier hoch, weil Kate kommt hier, glaube ich, nicht hoch. Und dann können wir hier. Halten Sie die Augen offen. Tragen Sie immer so enge Jeans, Mr. Cooper? Pardon? Ich halte nur die Augen offen. So, das war hier die Stelle. Jetzt kommen wir nämlich hier drüber, eventuell hier hin und müssen uns jetzt hier durchackern. Das aber, meine Freunde. Wir haben hier eine gute Leichenbahn hinterlegt. Wir sind doch relativ weit gekommen. Machen wir in der nächsten Folge hier von Eagle Falls. Ich hoffe, ihr seid wie immer dabei. Ich danke an dieser Stelle fürs Einschalten und Tipps sind wie immer gerne von euch gehört. Ich nehme alles an und probiere mein Bestes. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, ciao, ciao.